Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Dieses Projekt wird sich nennen die genaue Funktion von XY. Hier werde ich zeigen, wie einzelne Waffen genau funktionieren. Dazu habe ich mir hier dieses Spiel geschnappt und zwar nennt sich das Spiel World of Guns Gun Disassembly, also Welt der Waffen, Waffen zerpflücken. Dieses Spiel spielt man eigentlich ein bisschen anders, als ich es später benutzen werde. Ich werde es auch gleich zeigen, wie es spielt. Kurz ein paar Infos zum Spiel und zwar gibt es das Spiel Free to Play auf Steam. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ihr startet hier mit der AK-47 und geht dann diese Wege hier weiter und schaltet nach und nach Waffen frei. Das Ganze ist wie gesagt Free to Play. Allerdings braucht ihr Punkte, um die Waffen freizuschalten. Und an diese Punkte ist teilweise ein bisschen schwer dran zu kommen, denn hier ist es an der Seite. Denn die Leute, die das Spiel machen, wollen auch ein bisschen Geld dran verdienen. Und so ist es relativ schwierig normalerweise, sich die ganzen Waffen hier freizuschalten, ohne dass man Geld ausgibt. Allerdings gibt es da einen Trick, wie das ein bisschen schneller geht. Und zwar könnt ihr hier in das Quiz gehen. Das dürft ihr, glaube ich, jede Stunde einmal machen. Dann werden euch hier Modelle gezeigt und dann könnt ihr sagen, welche Modelle das sind. Und dann kriegt ihr für jeden, für jedes Modell, das ihr richtig erraten habt, Punkte. Was ich gerade nicht geschafft habe, weil das hier kein Webley, sondern Westley Fosbury war. Das war auch ein kleiner Spaß, denn das Quiz ist für die meisten von euch derart schwer. Also ihr werdet hier kaum Sachen erraten. Und deswegen geht der Trick ein wenig anders. Wie der genau funktioniert, werde ich euch gleich auf dem Desktop zeigen. So, hier sind wir jetzt auf dem Desktop. Nicht wundern, dass es hier ein bisschen komisch aussieht, denn das ist nicht mein Desktop. Und um diesen Trick anzuwenden, macht ihr Folgendes. Und zwar ruft ihr als erstes Steam auf. Steam. Dann seht ihr hier Gun Disassembly. Dann geht ihr hier mit der anderen Maustaste drauf. Und geht auf Desktop-Verknüpfung erstellen. Es wurde eine Desktop-Verknüpfung erstellt und auf ihrem Desktop angelegt. Okay, sehr gut. Dann minimieren wir das Ganze, dann haben wir hier irgendwo die Verknüpfung und dann gehen wir in das Windows Startmenü und geben ein %appdata%. Dann landen wir hier im User und dann haben wir irgendwo Microsoft, dann haben wir hier irgendwo Windows, dann haben wir das Startmenü, Programme und dann haben wir hier etwas, das nennt sich Autostart. Und genau da kopieren wir unsere Verknüpfung rein und genau das hat den Effekt, dass jetzt jedes Mal, wenn wir unseren Rechner anmachen, was bei den meisten Leuten ja mindestens einmal am Tag der Fall ist, dann wird sich automatisch jedes Mal, wenn wir Windows starten, Gun Disassembly öffnen. Das kann, je nachdem wie oft ihr euren Rechner an- und ausmacht, ein bisschen nervig sein, aber dadurch wird das Spiel einmal am Tag gestartet. Und ich blende euch jetzt einen Screenshot ein, den musste ich heute Morgen machen, ich hätte das gerne live mit euch gemacht, war aber keine Gelegenheit zu. Und zwar bekommt ihr für jeden Tag, den ihr das Spiel in Folge startet, immer mehr Punkte. Bis hoch zu, ich glaube, es sind sogar 7000 Punkte oder so und dann fängt das Ganze von vorne an. Das bedeutet, ihr bekommt allein durch das Starten des Spiels einmal am Tag eine unglaubliche Masse Punkte und könnt dadurch ohne große Probleme, ohne große Arbeit, ziemlich schnell alle Waffen freischalten, die keine Credits kosten. Credits müsst ihr euch immer mit Geld kaufen, da geht gar kein Weg dran vorbei. Also manche Modelle sind mit Credits gelockt, aber die meisten und auch die interessantesten, die gibt es halt mit den normalen Punkten. Aber gehen wir jetzt wieder zurück und gucken uns das Spiel an, wie es eigentlich gespielt wird. Nochmal kurz ein anderer Trick, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen. Und zwar ist man eigentlich an dieses Gitternetz hier gebunden. Das bedeutet, wenn man nach der Start AK-47 die MP5 haben möchte, muss man erst die Colt M1911 freischalten. Eigentlich, außer man macht einen kleinen Trick. Und zwar geht man dazu hier unten auf Katalog. Dann geht man hier auf Epoche. Also geht hier nach Epoche und dann hier nochmal nach Epoche und dann bekommen auf einmal alle Modelle nach der Zeit angezeigt, also nach der Zeit sortiert, wie sie rausgekommen sind. Und hier kann man sich dann einfach Modelle rauspicken und außerhalb des Gitters freischalten. Zumindest hat das sehr gut funktioniert, als ich das gemacht habe. Was man dazu sagen muss, ist, dass im Spiel immer sehr viel geändert wird. Also kann sein, dass wenn ihr das in einem Jahr oder in einem halben Jahr guckt, dass das dann so nicht mehr stimmt. So, aber gucken wir uns jetzt endlich das eigentliche Spiel an, und zwar so wie es gedacht ist. Und zwar klicken wir hier zu einem Modell an. Dann haben wir hier die einzelnen Etappen. Die müssen wir hier nacheinander durchgehen, damit jeweils die untere dazu freigeschaltet wird. Als erstes müssen wir die Waffe zerlegen. Und zwar feldmäßig zerlegen, und zwar so wie es ein Soldat im Feld tun würde, um eine kurze Reinigung vorzunehmen. Wundert euch bitte nicht, dass meine Kalaschnikow hier rosa mit einem Adler drauf ist. Und zwar kann man später die Waffen auch noch ein bisschen verschönern.
Und das konnte ich hier nicht lassen, also zerlegen wir die AK so, wie man es macht. Gehäuse, Magazin raus als erstes. Verdammt, also reden und konzentrieren ist ja bei mir immer ein bisschen schwer. Also Gehäusedeckel ab, Verschlussfeder ab, Verschlussträger raus. So, Verschluss aus dem Verschlussträger raus. Früher hat es einem immer irgendwie so ein bisschen geholfen, sowas man machen muss. Ich weiß hier zum Glück auswendig, wie man eine Kalaschnikow zerlegt. Aber ich glaube, man kann hier diese Hinweise machen. Und zwar sagt er mir hier, dass ich hier das Putzwerkzeug aus dem Stock rausnehme. Das vergesse ich immer, weil normalerweise bin ich eine AK-47 gewöhnt, die, wie nennt sich das, ein Klappschaft hat. So, weiter geht's. Okay, das ist jetzt soweit zerlegt. Macht man den unteren Holzschutz noch ab? Ach, der Putzstock muss raus. Okay. Das ist auch mal was, was ich vergesse. So, jetzt könnt ihr hier jede Waffe erstmal einmal feldmäßig zerlegen und danach feldmäßig wieder zusammen machen. Wenn ihr das selber nicht wisst, wie ihr eine Waffe zerlegt, könnt ihr, wie gesagt, euch immer hier diesen Hinweis geben lassen. Das zieht euch allerdings Punkte ab, da ihr die meisten Punkte, wenn ihr schlau seid, natürlich durch meine Verknüpfungs-Autostart-Methode holt, ist das hier relativ egal. So, Verschluss wieder in den Verschlussträger rein. Verschlussträger wieder zurück in die ins Waffengehäuse. Verschlussfeder wieder zurück. So, Gehäusedeckel wieder drauf. Und Magazin wieder rein. So, damit hätten wir den ersten Part bestanden. Wenn man das erste Mal macht, kriegt man da Punkte für. Wenn man das dann wieder holt, bekommt man da... Ach doch, ich bekomme sogar 5 Punkte. Yay, es wird mich sehr weiterbringen. So, nachdem wir das feldmäßige Zerlegen gemacht haben, gibt es hier das Auseinandernehmen. Und das ist schon fast das eigentliche Spiel. Und zwar wird hier eine Waffe komplett auseinandergepflückt. Und zwar bis auf die einzelnen Teile. Und zwar teilweise manchmal auch ein bisschen unrealistisch. Denn man kann manche Waffen nicht ohne sehr schweres oder kompliziertes Werkzeug zerlegen. Und bei manchen Waffen sind auch einige Teile geschweißt. So, machen wir hier mal den Pistolengriff ab. Und das ist, wie gesagt, bei manchen Waffen ist das ein bisschen unrealistisch, dass die komplett zerpflückt werden. Es ist ganz interessant, um zu sehen, wie so eine AK-47 aussieht, wenn man sie mal komplett zerlegt hat. Übrigens ist das hier bei einer echten AK-47 die richtige Qual. Diese Fuck-Feder hier, wenn man das hier einmal zerlegt hat, die hat so eine starke Spannung, das wieder zusammenzukriegen, ist mega schwer. Also wie gesagt, ist ganz witzig, um zu sehen, wie so eine Waffe komplett zerlegt aussieht und so weiter, aber ansonsten ist es nicht wirklich aufschlussreich, weil es ist ja auch nicht kommentiert, weil niemand sagt einem, was diese einzelnen Teile hier machen. So ein Anfänger wird ja gar nicht wissen, dass er hier gerade den Auszieher auseinanderpflückt oder dass er hier dann, ach so, das geht noch gar nicht, muss man erst den Gaskolben machen. Also das ist auch, ja, ich meine, wer es mag, so, okay, der kann das... Was muss ich denn jetzt als erstes machen? Nimmt man nicht... Okay, das ist die Magazinsperre. Eigentlich müsste man doch jetzt hier den Feuerballhebel auseinanderpflücken können. Manchmal ist es auch recht unlogisch, wann man was auseinanderbauen darf und wann was nicht. Also, das Ganze wird jetzt so aussehen, dass wir hergehen und diese Waffe hier komplett zerlegen, bis auf die einzelne letzte Schraube. Aber... ich glaube, das wollt ihr nicht wirklich sehen und deswegen würde ich auch sagen, so, jetzt haben wir hier den Mündungsschutz abgenommen. Raus hier. Und ab zum nächsten. Leider muss man, damit man die unteren Sachen hier freischalten kann, wirklich einmal die Waffe komplett zerlegen. Also das muss man leider machen, aber das ist auch relativ einfach, weil man kann sich ja jederzeit Hinweise geben lassen. Nachdem man das gemacht hat, geht man über... dazu, okay, jetzt werden hier erstmal wieder meine schönen Skins geladen, dazu die Waffe hier, die jetzt hier komplett zerlegt ist, wieder zusammenzubauen. Was man natürlich auch über Hinweise machen kann. Ich weiß einigermaßen, was ich hier zu tun habe. Also mit relativ viel Nachdenken würde ich hier wahrscheinlich durchkommen. Wieso darf ich jetzt den Stock noch nicht da dran machen? Muss ich den Stock erst einzeln zusammenfliegen? Ach genau, man muss erst die Slinghalterung dran machen. Dann kommt diese Feder hier rein. Dann, also es schließt sich mir nicht immer, wann ich was in welcher Reihenfolge tun darf und was nicht. Und jetzt darf ich erst den Stock da machen. Eigentlich hätte ich auch den Stock erst hier dran machen können und dann die Sachen einzeln bei einer echten AK. Also das ist auch ein bisschen fummelig. Es ist interessant zu sehen, dass manche Waffen einfach aus absurd vielen Teilen bestehen. So eine AK-47 ist eigentlich, was die Teilanzahl angeht, recht harmlos. Wie gesagt, muss man einmal machen, ist aber nicht sonderlich spannend.
Also gehen wir auch hier raus. Und bevor wir zu dem kommen, wo ich eigentlich darauf hinaus will, und zwar zur Funktion, wollte ich euch einmal zeigen, dass es hier dann noch das eigentliche Spiel gibt. Und zwar das Spiel funktioniert so, dass man diese Waffe einmal komplett zerlegt und einmal komplett wieder auseinanderbaut, ohne dass man, okay, man hat hier doch Hinweise. Hier einmal, ich glaube, man verliert, sobald man ein falsches Teil anklickt. Ne, man kriegt Punktabzug, sobald man ein Teil anklickt, was man nicht auseinanderbauen kann. Also hier lernt man wirklich auswendig, wie man so eine Waffe zerlegt und wieder zusammennimmt. Also zerlegt und wieder zusammenbaut. Komplett, wie gesagt, was ich aber unsinnig finde, da man zum Beispiel für manche Waffen wie ein AR-15 braucht man für bestimmte Arbeitsschritte des Zerlegens bestimmte Werkzeuge und die werden halt hier nicht erwähnt und halt nicht mit angezeigt. Und man verklickt sich auch so schnell und kriegt hier unnötigen Punktabzug. Also ich finde, dieses Zerlegenspiel ist nichts für mich, kann ja sein, dass es was für euch ist. Eine Steigerung ist dann das Superspiel, und zwar das Superspiel funktioniert so, dass sobald ihr ein falsches Teil anklickt, was übrigens sehr schnell passieren kann, dann habt ihr sofort verloren und fliegt raus. Weiter geht's mit Hardcore. Ich weiß nicht, was Hardcore ist, weil ich noch nie ein Superspiel von irgendeiner Waffe geschafft habe. Das Personalisieren, da könnt ihr die Waffe anmalen. Vielleicht können wir es im Verlauf auch so machen, denn diese angemalten Sachen kann man auch über einen Steam-Workshop sich gegenseitig zuschicken. Ich werde mal gucken, wie das funktioniert. Dann wäre es ja ganz lustig, wenn ihr als Abonnenten mir eure angemalten Waffen schickt. Das fände ich ganz witzig. Ich muss mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Aber kommen wir zu dem, was ich eigentlich brauche für mein Projekt, und zwar zur Funktion. Und zwar könnt ihr euch hier angucken, wie die Waffe funktioniert, und hier könnt ihr die Waffe dann auch benutzen. Zum Beispiel könnt ihr die hier sichern oder hier den, eigentlich könnte man, müsste man hier den Feuermodus ändern können und kann die Waffe dann abballern. Was eigentlich so relativ langweilig ist, wenn man nicht hier so spezielle Fähigkeiten hätte, wie zum Beispiel das Ausblenden von Sachen. Hier kann man dann fleißig Teile anklicken, um dann zu gucken, wie so eine Waffe von innen funktioniert. Und hier sieht man dann auch die Abzugsgruppe. Meistens gehe ich dann hier und mache das Ganze dann noch auf Zeitlupe. Und hier sieht man dann genau, wie wirklich hier der Abzug und der Hammer funktioniert und wie der Unterbrecher arbeitet und wie so ein Drehkopfverschluss oder auch andere Verschlüsse von anderen Waffen so arbeiten, wie die Patronenzuführung funktioniert und sowas. Und in meinem Projekt würde ich dann sagen, dass ich dann mir jeweils eine Waffe vornehme und dann hergehe, um diese dann ganz genau zu, also ziemlich genau zu erklären. Also ich werde da wahrscheinlich auch nicht, ich werde da wahrscheinlich auch nicht mega übertreiben, aber so die wichtigsten Sachen, so die Abzugsgruppe, der Verschluss, die Patronenzuführung und hier vorne zum Beispiel das, hier das Gassystem. Sowas würde ich dann zum Beispiel erklären, weil das schon relativ interessant ist. Was mir ein bisschen Probleme bereitet ist, hier zum Beispiel sieht man in Rot und Gelb dann den Gasdruck. Es gibt manche Modelle, die sind richtig detailliert dargestellt. Es gibt manche Modelle, die enthalten so kleine Fehler. Und was ich selbst zugeben muss, ich kenne nicht die Abzugsgruppenfunktion von allen Waffen auswendig. Besonders wenn es dann so SIG und Heckler und Koch Abzugsgruppen sind, die schon mal sehr, sehr kompliziert sein können. Die kann ich nicht immer erklären, ich werde mein Bestes tun. Aber kommen wir hier nochmal so ein bisschen zu den Funktionen. Und zwar benutze ich meistens die Zeitlupe in Kombination mit dem Ausblenden von Teilen. Es gibt hier aber auch andere Sachen, zum Beispiel gibt es den Längsschnitt, der bei manchen Waffen mal wirklich besser und bei manchen Waffen wirklich schlechter funktioniert. Dann kann man hier noch so ein Plastik machen, was relativ unsinnig ist. Röntgen ist noch relativ interessant. Und zwar hat man bei Röntgen dann auch immer mehrere Stufen. Hier hat man dann eine Röntgenansicht mit der Abzugsgruppe, mit dem Schlagbolzen der Patrone, dem Auszieher und dem Auswerfer. Dann hat man im nächsten Schritt, sieht man dann schon den Vollautomatikunterbrecher, den Verschlussbolzen und die Rückholfeder. Übrigens habe ich so ein bisschen Probleme mit diesem Teil hier, denn meiner Meinung nach, also ich habe jetzt in alle Bücher geguckt, heißt dieses Ding auf Deutsch, ist es der Vollautomatik, also der Automatik, ne, ist es der Vollautomatikunterbrecher. Im Englischen ist es der Full Auto Sear, aber ich glaube, das deutsche Wort ist falsch. Also wenn jetzt jemand zufällig zuguckt, der da auch Ahnung von hat, sagt mir bitte, wie diese komische Ente hier heißt. Okay, dann gibt es nochmal Röntgen in einer anderen Kombination, wo man dann hier auch den Verschlussträger sieht. Das Ganze kann man dann auch nochmal mit Plastik. Hier wird dann nämlich Plastik und Röntgen werden dann nämlich erst in Kombination richtig sinnvoll. Also man hat hier schon richtig viele Möglichkeiten. Wie komme ich denn wieder zurück zum Original?
so. Also man hat hier richtig viele Möglichkeiten, sich diese ganze Mechanik anzeigen zu lassen, aber das Problem ist, dieses Spiel kommentiert diese Mechanik nicht. Ein Anfänger wird nie verstehen, wie jetzt wirklich ein AK-47 funktioniert. Also er kann sich das hier stundenlang angucken und irgendwann wird er vielleicht drauf kommen, wie das funktioniert. Aber hier komme ich ins Spiel und werde dann einige Waffen erklären. Die Waffen, die ich genau erklären kann, sind natürlich nur die, die ich selber freigeschaltet habe. Ich werde natürlich gucken, dass noch welche dazukommen. Und ich zeige euch hier mal an, welche ich alle habe. Und jetzt könnt ihr hergehen und in die Kommentare schreiben und zum Beispiel sagen, dass ihr unbedingt die Funktion von der Luger P08 erklärt haben wollt. Also schreibt das Modell, was ihr erklärt haben wollt, in die Kommentare. Wie gesagt, die weißen kann ich euch erklären. Ihr könnt auch sagen, dass ich dann vielleicht versuchen sollte, hier ein graues freizuschalten, außer es steht Credit dran. Denn Credit-Dinger kosten Geld und das nicht wenig und ich bin arm und habe keins. Beziehungsweise ich werde jetzt all mein Geld, was ich habe, für einen Rechner sparen müssen, damit ihr euch nicht diese... damit ihr euch nicht länger hier diese 4:3 Videos oder diese 16:9 Videos in dieser schlechten Qualität angucken müsst. Also gucken wir mal, was habe ich. Das ist Harper's Ferry. Das ist so eine Vorderladerpistole, die ist ganz interessant. Borchardt, Luger P08. Die Enfield ist cool. Also ist eine meiner Lieblingswaffen. Colt M1911, Mauser 1914, Bar, Browning High Power, Mauser 89. Mauser 98K, also Mauser 98 Karabiner K, Walter PP, Thompson M1982, Walter P38, MP40, SKS, Sten, SCG44, Makarov Pistole, Uzi Full Auto, denn eigentlich sind Uzis immer Full Auto, AK47, Springfield M14, Ruger 22 Charter, ich glaube, die kenne ich nicht so gut. Scorpion, M16A1, MP5, MAC-10, AK-74, Beretta 92FS, -M9, CZ 75, SIG P228, FAMAS, Desert Eagle, ach, eine Tech-9, ATM Backup, ich glaube, die habe ich freigeschaltet, weil ich dann das Wegesystem noch benutzen wollte. Eine Barrett M107, Heckler & Koch UMP45, Jericho, SIG 550 Sniper, SIG 552 Kommando, P90, SL8 SD, Springfield XDM, LR300ML, TAR21 und... sonst habe ich keine. Dann schreibt mir die, die ich euch erklären soll, in die Videokommentare. Und dann würde ich sagen, bis dann. So, nein, natürlich eine anständige Verabschiedung muss natürlich sein. Dann würde ich sagen, ihr könnt dann links meinen Kanal abonnieren. Dann kommt ihr hier zu einem anderen Video und hier noch zu einem anderen Video. Dann bedanke ich mich vielen Dank fürs Zugucken und Standardverabschiedung ist in Arbeit.